Koffein. Koffein ist ein Alkaloid aus der Stoffgruppe der Xanthine. Der Name leitet sich von der abessinischen Region Kaffa ab, einer der angestammten Heimat der Kaffeepflanze. Kaffee enthält 1 bis 1,5% Koffein, Tee 2 bis 5% und Kolanüsse etwa 1,5%. Geringe Mengen sind auch in Kakaobohnen enthalten. Bis zu seiner Entdeckung dachte man, dass das Stimulans in Tee etwas anderes sei als Koffein und nannte es Thein, aber es stellte sich heraus, dass die beiden Verbindungen ein und dieselbe sind. In Maßen genossen kann Koffein die Stimmung verbessern, die Verdauung fördern und die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit steigern. Es ist auch wichtig zu bedenken, dass die individuelle Reaktion auf Koffein in hohem Maße von der Genetik abhängt, sodass die gleiche Menge Kaffee bei manchen Menschen eine positive und bei anderen eine negative Wirkung haben kann. Der große Vorteil des Ganoderma-Kaffees besteht darin, dass der Ganoderma-Pilz die schädlichen Auswirkungen des Koffeins neutralisiert, ohne den Genuss des Getränks zu beeinträchtigen.